Dritte Liga live bei Magenta Sport. Präsentiert von bwin. '60 gegen Köln. Abstiegsduell im Grünwalder Stadion. Für beide zählt nur ein Sieg. Die Löwen mit 3 Punkten definitiv gerettet. Köln als 19. Natürlich auch noch mit der Hoffnung auf den Klassenerhalt. Trainer Oliver Zabel hat der Mannschaft Leben eingehaucht. Die Ergebnisse stimmen noch nicht, aber Zuversicht im Gesicht des Trainers. Aber die Anfangsphase gehört in den Löwen. 7. Minute, Steinhardt auf Mölders. Und die Latte rettet für Nikolai Rehne. Die Löwen klar dominant in den ersten 20 Minuten mit einigen guten Möglichkeiten. Und dann die 18. Minute. Kindsvater kommt an den Ball. Starkes Dribbling, noch besserer Abschluss. 1-0, 60. Klasse Tor von Benjamin Kindsvater. Die verdiente Führung für die Gastgeber, die damit ihre starke Anfangsphase krönten. Und zum ersten Mal war Erleichterung zu erkennen bei den Beteiligten. Aber Fortuna Köln stemmte sich dagegen. Die Einstellung passte, die Mentalität bei Köln. 24. Minute, der Ausgleich. Thomas Bröker zuletzt noch so viele Chancen liegen gelassen. Jetzt klappt es. Erstes Saisontor. Und was für ein wichtiges. Klasse Kombination über Hartmann und Scheu. Dann hilft der Oberschenkel von Becker hier noch ein wenig mit. Und Bröker dann stark. Nur eine Minute später. Becker hier mit dem Fehler und mit dem Foul an Hartmann. Elfmeter für Köln. Richtige Entscheidung von Schiedsrichter Lossius. Becker hier unglücklich, wie er erst den Ball verliert und dann auch noch fault. Moritz Fritz sagt Danke, nehme ich. Führung Köln. Das Spiel gedreht. 2-1 für die Fortuna. Die Nachspielzeit der ersten Halbzeit. Ballverlust von erstem Vorwärtsgang. Philipp Steinhardt mit der Hereingabe und dann springt der Ball zu Mölders. 2-2. Erneuter Ausgleich in dieser Partie. Entscheidend der Ballverlust von Ernst. Dann etwas glücklich, wie die Kugel vom Knie von Uafero auf Mölders rechten Schlappen landet. Das lässt der sich natürlich nicht entgehen. Unmittelbar vor dem Pausenpfiff der erneute Ausgleich. Beide Trainer engagiert an der Seitenlinie. Peitschen ihre Mannschaften nach vorn. Und dann direkt nach dem Seitenwechsel die kalte Dusche für Köln. Der bereits gelb verwarnte Bernard Kieré mit dem taktischen Foul an Kusu. Die Konsequenz gelb-rot. Fortuna Köln eine Halbzeit lang in Unterzahl. Sie stemmten sich dagegen. München mit einer Vielzahl an großen Chancen. Aber in der 85. Minute war es dann doch passiert. Der eingewechselte Owusu mit dem 3-2 köpft die Löwen zum Klassenerhalt. Und Fortuna Köln damit in die Regionalliga. Job erledigt, Fans glücklich gemacht, uns auch. Und nach einer sehr, sehr schwierigen Phase. Aber ja, heute haben wir den Spieß umgedreht. Nach einem Rückstand und Führung. Oh ja, wir sind überglücklich einfach. Ich bin unfassbar stolz auf diese Mannschaft, was sie in den letzten Wochen bewegt hat. Auf und abseits des Platzes. Und ja, es ist ein Tag zum Heulen. Ne? Nach 5 Jahren endet die Zeit von Fortuna Köln in dem Stadion, in dem sie 2014 begonnen hat. Ein bitterer Tag für die Kölner.